ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Sonntagsvideo. Heute möchte ich mit euch diese Mini-Milchkartons machen. Und zwar habe ich da schon etwas vorbereitet. Da sind die Herzen ausgestanzt mit diesem neuen Designerpapier. Total süß. Und zwar gibt es das eben in den Herzen und mit den Regenschirmen, wo auch die Stempel, die Stanzen dazu gibt, die Tulpen und, Moment, die Tulpen und diese kleinen Blümchen. Und diese kleinen Blümchen und auch die Tulpen. So, wo habe ich sie? Hier habe ich die Tulpen. Dieses Designerpapier ist ganz neu und heißt wunderbar ausstanzbar. Und ich habe mich eben für die Herzen entschieden. In wunderschönen Frühlingsfarben, Pastellfarben. Dazu werde ich es heute... ich werde es machen in der Farbe Jade. Und die Herzen oder das Papier gibt es in Osterglocke, in Kalypso, in Blütenrose, in Kirschblüte, in Heideblüte und eben in Jade. Wir werden das heute in Jade machen. Dazu brauchen wir das Stempelset Herzlich mit den passenden Stanzen dazu. Die Herzstanze, einmal hier die Herzstanze. Und einmal diese gewählte Herzstanze. Und dazu werde ich jetzt mal gleich einmal ausstanzen. Das eine Herz, was ich jetzt dazu verwenden werde. Also man kann das wunderbar ausstanzen. Sitzt das? Passt perfekt. So. Die Maße. Ich gebe das mal auf die Seite. Sage ich auch gleich. Ich habe das so konzipiert, dass man aus einem Farbkarton, ich habe hier Flüsterweiß genommen, in den extra starken Farbkarton in Flüsterweiß, und zwar bekommt man aus einem Farbkarton zwei so kleine Milchkarton raus. Die Masse habe ich auch hier für euch. Und also das ist eigentlich A5. Ich habe einfach nur den Farbkarton in der Mitte geteilt. Gut, dann werden wir gleich mal beginnen. So, ich mache mal kurz Platz. Von den Maßen werden wir einfach bei 2, 4, 6 und bei 8 Inch falzen. Dann habe ich ein bisschen Rand noch. Und das wird dann meine Klebelasche sein. Ja. So, dann werden wir das mal die lange Seite eben bei 2 Inch, bei 4 Inch, bei 6 Inch und bei 8 Inch falzen. Hoppla. Dann einmal umdrehen. Und dann falzen wir bei 1 Viertel, 3 Dreiviertel und 4 Dreiviertel. Bei 1 Viertel, 3 Dreiviertel. Und 4 Dreiviertel. Gut. Dann werden wir das natürlich auch noch ausstanzen. Und ich habe hier diesen gewählten, den bezaubernden Anhänger, glaube ich, heißt das, bezaubernden Anhänger genommen. Dann kann man das wunderbar zusammenbinden hier. Deswegen auch die 2 Inch. So. Jetzt werden wir das mal schneiden. Hier habe ich jetzt meine Klebelasche. Da brauche ich nur diesen Teil hier. Das werden wir mal hier schneiden. Einmal hier. Ich mache das immer so mit so kleinen Eckeln raus. So. Dann, wo beide Falz sind, das ist hier oben. Das werde ich mir mal hier einschneiden. Alle vier.
sodass ich alle vier habe. So, vier Seiten. Unten, das ist auch jetzt meine Klebelasche, unten, da schneide ich mir auch so kleine Ecken raus. Und ich habe diesmal die Milchkartons nur gestempelt. Man kann es natürlich auch mit Designerpapier bekleben. Aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt mal was Nettes, dass man es nur bestempelt. So, und wie ihr seht, ich habe hier da oben dann noch die zwei Teile weggeschnitten. Das ist hier mein Innenteil. Das kann man komplett wegschneiden oder auch reinkleben. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich diesen Teil hier wegschneide, den oberen Teil. Das brauche ich, weil das brauche ich jetzt zum Ausstanzen. Das mal auf die Seite. Und noch den Teil hier wegschneiden. So. Jetzt haben wir das mal schon fertig. Und dann stanze ich mit dieser Anhängerstanze. Ihr könnt auch eine andere Anhängerstanze verwenden. Und am besten ist es so, ihr falzt das ein bisschen da in die Mitte hinein, dass man dann schön, und das haben wir nach außen, oder nach innen, Entschuldigung, dass man da schön in der Schiene da drinnen ist, hier in der Schiene, aber ich habe das so gemacht, dass es eben für die 2 Inch passt. Dann komme ich da schön in die Schiene hinein und dann kann ich auch wirklich schauen, ob ich da, sitze das hier, dass ich schön in der Schiene drinnen bin. Bis zum Anschlag und stanzen. Das mache ich auf der Seite auch. So, dass ich da schön in der Schiene drinnen bin, dass ich auch gerade bin. Perfekt. Gut. Und jetzt werde ich jetzt das mal bestempeln. Ich habe mir dazu genommen, ich zeige es mal hier nochmal, die Stempeln von dem Stempelset Herzlich. Und wie gesagt, jetzt nehmen wir mal Jade. Und da werde ich mal meine Herzen mal stempeln. Ich mache das so übereinander, das schaut auch total nett aus. Oder da kommt dann auch das Herz drüber, das wird jetzt nicht die Tragödie sein, das jetzt nicht gescheit gestempelt haben. So, einmal hier die Herzen. Dann brauche ich natürlich jetzt auch noch ein Stück Flüsterweiß. Da stempel ich mir dieses Wellen, also stempel mal das Wellenherz, dass ich das dann ausstanze. Da kommt dann auch gleich die Stanze, der gewählte Anhänger, nein, Blödsinn, das gewählte Herz. So. Und dann habe ich halt noch so diese kleinen Stämmchen. Einmal Bussi, das finde ich total süß. Und auch diese kleinen Herzen hier. So, und die kann man auch mal reinstempeln oder auch mal so, wie es einem gefällt. Dann habe ich noch so ein kleines Herzchen. So gestalte ich mir jetzt mein eigenes Papier. Man muss auch nicht immer die Herzchen unbedingt in Rot haben. Auch so schauen sie dann total süß aus. Ich werde hier noch eins stempeln. So. Gut, das passt schon. Gut. Dann können wir das schon weggeben. Dann habe ich ja mein ausgestanztes Herz
Und wir werden einmal diesen Milchkarton zusammenkleben. Am besten ist, wenn ihr dann noch, wenn ich den wieder auf meinem Schreibtisch finden würde, mein Falzbein. Okay, wenn es nicht ist, auch gut. Ich klebe wieder flüssig mit dem Multikleber. Zuerst einmal die Lasche. Klebelasche einmal hier, dass ich das zukleben kann. Das geht alles recht flott und man hat ganz eine nette Geschenksidee zu Valentinstag zum Beispiel. Aber auch sonst, Herzen passen ja immer. So, und einmal werde ich hier mal einen Kleber drauf geben. Und hier und hier. Macht einmal kurz zu, den brauche ich dann gleich auch noch. So, das haben wir jetzt einmal festhalten, umdrehen. Ich stelle dann gern den Kleber einfach rein, diese Klebeflasche, und klebe es dann wirklich zu. So. Jetzt werden wir das noch füllen. Ich habe jetzt einmal da diese goldenen Kugelchen. Ich glaube, zwei, gehen vielleicht sogar drei rein. Kannst du, na, drei wird schon ein bisschen eng. Also zwei. Zwei Kügelchen hinein. Das ein bisschen so umbiegen. Und ich befestige das am liebsten mit dem Band. Ich habe hier dieses weiße Band mit diesen hübschen Pünktchen. Einfach so eine Schlaufe binden. Und eben diese Schlaufe dann durch beide Löcher ziehen und dann einfach da so durchziehen. Perfekt. So, dann werde ich das noch zurechtschneiden. So, dann habe ich hier mein ausgestanztes Herz, gestempelt und ausgestanztes Herz, und hier das von dem Designerpapier. Das Herz, mal das jetzt nehmen. Und das habe ich ein bisschen hübscher ausgestanzt. Ja, einfach nur draufkleben. Ihr könnt natürlich auch noch den Faden dazu verwenden. Aber mein Schreibtisch ist gerade mal so voll, dass ich ihn jetzt nicht finde. Das finde ich sehr interessant. Das jetzt ohne machen, ohne diesen Garn. Einfach mal das Herz draufkleben. Dann mit Dimensionals befestigen, das Herz befestigen. So. Und auf die Schachtel kleben. So, und dann, nachdem ich es da nicht so schön gestempelt habe, wenn wir das einfach überkleben. Einfach schräg, dann sieht das nicht so. Perfekt. Und zum Abschluss kann ich jetzt noch ein paar Perlen draufkleben. Weil sonst was immer ihr habt. Ich habe mir eigentlich alles zurechtgegeben. Jetzt finde ich jetzt gerade nichts mehr. Machen wir es halt mal mit Perlen. Einfach mit ein paar Perlen das Ganze noch ein bisschen aufhübschen. So, eigentlich haben wir ganz schnell eine sehr hübsche Verpackung. So. Also man muss jetzt nicht immer nur mit dem Designerpapier arbeiten. Man kann ruhig auch mal schön stempeln. Die Kleinen wollen doch nicht gerade. Okay, machen wir das mal hier so. Und ich habe einfach da so kleine Verpackungen, so Milchkartons. Super zum Verwenden, wenn ich eine Kleinigkeit verschenken möchte. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Macht es doch nach. Ich freue mich drüber. Das ist mich eine ganz eine süße Idee. Vor allen Dingen mit diesen schönen Frühlingsfarben, von diesem Papier hier. Von diesem tollen Designerpapier. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.